Papst Franziskus hat die muslimischen Führer dazu aufgerufen, Terrorismus im Namen des Islam zu verurteilen. Auf der Rückreise von seinem Türkei-Besuch warnte Franziskus zudem davor, Extremisten mit der großen Mehrheit der Muslime gleichzusetzen. So viele Muslime sind verletzt und sagen, wir sind keine Extremisten, der Koran ist ein Werk des Friedens. Franziskus' dreitägiger Aufenthalt war der erste Türkei-Besuch eines Papstes seit 8 Jahren. Zum Auftakt seiner Reise war er am Freitag in Ankara mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zusammengetroffen. Dabei hatte er sich für Religionsfreiheit und einen interreligiösen Dialog ausgesprochen.